Gut 3000 Jahre hatte sie ihren Frieden. Das könnte vorbei sein, wenn die berühmte Nofretete ihr Grab tatsächlich Wand an Wand mit dem Pharao Tutanchamun hat. Dann würde sich das jetzt bald klären. Wenn, dann, könnte, hätte, würde, so ist das. Rätselraten im ägyptischen Tal der Könige. Aber die Archäologen sind im Fieber, wittern die ganz große Sensation. Und so hat es sich dann mit Ruhe sanft. Diese Aufregung, diese Spannung. Nein, Nicholas Reeves will nichts mehr sagen. Der britische Archäologe ahnte als erster, dass hinter diesen Mauern im Grab des Tutanchamun ein spektakuläres Geheimnis liegen könnte. Möglicherweise das Grab der Nofretete, der Gemahlin von Pharao Echnaton und die Stiefmutter von Tutanchamun. Die Mumie der für ihre Schönheit berühmten Königin wurde nie gefunden. Modernste Radarmessungen sollten nun neue Erkenntnisse liefern. Das ist der Tag meines Lebens. Ich zähle die Stunden, bis wir ein Resultat haben, bis wir wissen, was hinter der Grabkammer ist. Bereits im März hatten japanische Wissenschaftler zwei unbekannte Räume entdeckt. Zu ungenau die Daten. Mit der jetzigen Untersuchung wollte man die Erkenntnisse vertiefen. Es ist wie Rätselraten in Etappen. Die Erwartungen sind enorm. Alles andere als das Grab der Nofretete wäre für viele eine Enttäuschung. Deshalb fieberhaftes Warten auf die Pressekonferenz am Nachmittag. Gestern Abend, sagt der ägyptische Antikenminister, habe man bei der dritten Radarmessung mehr Daten als je zuvor gesammelt. Aber bis Ende April soll es eine vierte Untersuchung geben und vor der werde nichts bekannt gegeben, um die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit sicherzustellen. Nicholas Reeves bleibt zumindest bei seiner Vermutung. Weil der junge Tutanchamun so plötzlich starb, hätten die Priester einfach das größere Grab seiner Stiefmutter wieder geöffnet und geteilt. Daher sei hinter der Wand in Tutanchamuns Grab tatsächlich Nofretete. Es bedarf also noch etwas Geduld, bis das große Geheimnis im Tal der Könige gelüftet wird.